Über dem Eingang der Höhle sah ich ein Gerudo in schwarzer Rüstung. Oh nein. Denn der Fels mit magischer Kraft vor dem Eingang platzierte. Der dem Fels. Falsch, ich kann nicht mehr richtig reden. Also, Ganondorf, ja. Wir müssen ihn aufhalten, denn wir haben ihn im letzten Part kennengelernt und waren sehr erschrocken darüber, dass er... Also, wir waren sehr erschrocken darüber, nicht, dass er uns alle unterwerfen will, sondern wegen seiner Hässlichkeit. Und er sieht in dem Spiel wirklich sehr hässlich aus. Und weil er so hässlich ist, müssen wir ihn aufhalten. Denn das ist das reinste Mobbing-Spiel. So. Also, wir begeben uns zu der Grundstadt, von der wir gehört haben. Von Impa war das, glaube ich. Und, wow! What the fuck? Gibt es hier nicht sowas wie einen Verkehr? Übrigens, hier gibt es ein paar Steine. Und unter den Steinen, beziehungsweise in den Steinen, befinden sich Rubies. Also ich verstehe das immer noch nicht. Warum versteckt man Rubies in Steinen? Das macht keinen Sinn. So. Gut, Rubies werden wir jetzt ein anderes Mal sammeln. Also wenn wir zum nächsten Dungeon kommen, werden wir eh genug Rubine finden. Daher werde ich sie jetzt nicht unter den Steinen sammeln. Und das ist die wunderschöne Goronia-Stadt. So. Gut, hier sind einige Goronen, mit denen wir reden können, aber andere rollen hier rum und können uns verletzen. Oh, ich bin so hungrig. Jeder hier muss Hunger leiden. Weil der Eingang zur Höhle... Boah, scheiße. Ich sollte vielleicht aufhören, so zu reden. Weil der Eingang zur Höhle verschlossen ist. Wir sind vom Aussterben bedroht. Wenn es nur eine Möglichkeit gäbe, Dodongos Höhle zu öffnen. Hallo, die fressen Steine. Überall auf der Welt. Die ganze Welt besteht aus Steinen, verdammt nochmal. Und die brauchen unbedingt diese Höhle, um Steine zu fressen. Und seit Wochen ist sie verschüttet. Es ist so tragisch. Oh ja, First World Problems. In der Höhle lagern die besten und köstlichsten Steinvorräte. Meine Fresse, wenn ihr so hungrig seid, dann würdet ihr eure verdammte Stadt essen. Dabei sind wir Goron Feinschmecker. Ja, das ist euer Pech. Wie gern würde ich jetzt ein Stück Feinfilet aus, Steinfilet aus Dodongos Höhle genießen. Steinfilet aus der Hölle. Okay. So, mal gucken, was wir hier haben. Als Kind bin ich hier so oft runtergefallen und ich schaffe das jetzt ohne Probleme mit Tastatur. Hey, ein kleines Kind wie du muss einen guten Grund haben, um diesen Ort aufzusuchen. Ich hatte also recht. Du bist hier, um den roten Stein zu fressen. Nun, dann kommst du zu spät. Er ist fort. Was? Was? Das ist gar nicht der Grund, der dich hierher führte. Du suchst einen heiligen Stein? Damit musst du den leckeren roten Stein meinen, der vor kurzem noch hier lag. Ich war so hungrig, dass ich dachte, es wäre in Ordnung, nur ein kleines Stückchen davon zu essen. Als ich kam, war er fort. Vielleicht hat ihn Darunia weggenommen. Er sagte, es gefällt ihm nicht, dass alle immer so gierig schauen, wenn sie den roten Stein betrachten. Darunia hat sich selbst in seinem Raum eingeschlossen. Er sprach, ich werde hier auf dem Boden des Königsfamilie warten. Ey, das bin ich! Das bin ich! That's me, bitch! Okay, Aua. Darunia befindet sich irgendwo hier unten. Hier ist sein Eingang. Und um das zu öffnen, benutzen wir die Ocarina. Wir benötigen die Ocarina. Die habe ich übrigens noch nicht ausgerüstet. Warum auch immer. Und, ja. Hier spielen wir Zeldas Wiegenlied. Und so öffnet sich die Tür. Na, na, na. La, 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 la. Gut, ich bin jetzt nicht unbedingt der beste Sänger, aber ich habe immerhin die Töne getroffen. So, und hier sind wir auch schon. Navi, was willst du? Was Sadia wohl sagen würde, wenn sie wüsste, dass wir in Hyrule retten? So. Hier ist der gute Darunia. Was? Wer bist du? Als ich das Lied der Königsfamilie hörte, dachte ich, ein Abgesandter sei eingetroffen. Stattdessen sehe ich hier ein Kind. Hat Darunia, der Führer der Goronen, es wirklich verdient, so behandelt zu werden? Oh, da ist jemand überheblich. Ich kann es nicht glauben. Geh zurück zum Schloss und sag dem König, er soll mir einen richtigen Mann schicken. Du fragst, warum ich so schlecht gelaunt bin? Dämonische Kreaturen sind in Dodongos Höhle eingedrungen. Und zudem leidet mein Volk an Hunger. Doch wie dem auch sei. Dies ist die Sache der Goronen.
Wir sind zu stolz, um die Hilfe Fremder in Anspruch zu nehmen. Okay. Gut, ich werde ihm ein Lied vorspielen. Das ist Zeldas Wiegenlied. Vielleicht geht seine Laune dann ein bisschen besser. Ja. Schön getanzt. Ganz gut. Aber nicht genau das, was ich hören wollte. Ich mag Melodien. Wie soll ich sagen? Von außerhalb. Etwas Natürliches, Grünes, aus dem Wald. Das ist meine Art von Musik. Okay, Leute, wir begeben uns zum Wald und dort finden wir eine andere Musik für ihn, damit er eine bessere Laune hat. So. Und du stehst auf einem weichen Teppich, der nur Darunias Gäste betreten dürfen. Okay. So, wir werden uns hier in der Stadt ein wenig umsehen. Aber alles deutet darauf hin, dass wir in den Wald müssen. Wir müssen jetzt aber nicht den weiten Weg zurückgehen, sondern eine Abkürzung können wir benutzen. Und die Abkürzung befindet sich hier irgendwo in der Stadt. Aber die muss ich erstmal finden. Ich glaube, die ist hier. Hier sind solche Bombenpflanzen, die wir aber nicht nehmen können. Ich glaube, ich kann dagegen schlagen, oder? Nee, warte mal kurz. Wie funktioniert das? Okay, das ist gerade ein bisschen blöd. Ich kann sie nicht heben, aber ich kann sie auch nicht kaputt machen. Jetzt stehe ich gerade ein bisschen auf dem Schlauch, was ich als nächstes tun soll. Ich begebe mich mal erst einmal in den Shop. Hier befindet sich ein Shop. Nee, kann ich auch nicht. Damit, was mache ich denn jetzt? Wie kriege ich diese Bomben? Gut, ich werde mich hier ein wenig umsehen. Vielleicht fällt es mir noch ein. Dann sprechen wir mal mit dir. Ich bin so hungrig. Ich kann an nichts anderes mehr denken. Suche Darunia auf, um Antworten auf deine Fragen zu finden. Mit dem habe ich schon gesprochen, Demitz. Zurzeit ist er sehr schlecht gelaunt. Dann kann er sehr abweisend sein. Doch ich weiß, wie man ihn aufheitern kann. Er mag zwar nicht so aussehen, doch er liebt Musik. Wann immer er ein Lied hört, muss er tanzen. Okay, gut, ich werde die Stadt mal verlassen und mich draußen wirklich umsehen. Auf jeden Fall muss ich in den Wald, aber dafür will ich unbedingt die Abkürzung nutzen. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust, den ganzen Weg nochmal zurückzulatschen. Also es gibt definitiv einen anderen Weg. Aber dafür müssen wir mit einem bestimmten Goron sprechen, der hier aber nicht in der Stadt ist, sondern irgendwo draußen. Aber die Frage stellt sich, wie komme ich jetzt höher? Ich glaube, hier befindet sich eine Treppe. Tatsächlich. Oh mein Gott! Was für ein Rätsel. So, ich habe mich nicht genau umgeschaut. Aber ich habe ungefähr eine Ahnung, wo ich hin muss. Ich hoffe, ich liege richtig, ansonsten stehe ich wirklich auf dem Schlauch. Und das wäre nicht gut. Ist das hier der Ausgang? Ja, das ist der Ausgang. So. Wir haben uns hier nicht wirklich, also wir haben uns hier nicht gut genug umgeschaut. Denn wir müssen schließlich nach rechts. Also wir nach rechts. Hier ist ein Goron, mit dem wir auch unbedingt reden müssen. Es geht. Ich stehe hier, um den Donnerblumen Schatten zu spenden. Möchtest du mich etwas fragen? Über die Donnerblumen. Die Blumen, die dort wachsen, sind Donnerblumen. Es sind explosive Höhlenpflanzen, die nur auf diesem Berg wachsen. Normalerweise wachsen sie nur in dunklen Höhlen. Daher ist dieses Exemplar hier sehr selten. Mit einem Goron-Armband könnte selbst ein kleines Kind wie du die Blumen mit Apfel. Okay, warte mal kurz, ich brauche ein Goron-Armband. Ich stehe hier um den Donnerblumen, ja, das weiß ich. Über die Dodongos-Höhle. Ist dir auf deinem Weg hierher die Höhle aufgefallen? Dies ist Dodongos-Höhle. Weil es im Inneren nur wenig Licht gibt, wachsen dort sehr viele Donnerblumen. Okay, warte mal kurz. Ich benötige ein Armband. Aber wo kriege ich das her? Ich habe das ehrlich gesagt vergessen. Ich habe das so lange nicht mehr gespielt, das Spiel. Also wie gesagt, das letzte Mal war ich 13 oder 14. Deswegen habe ich hier ein Blind-Szenario, da ich keine Ahnung habe, wo ich das Armband bekomme. Oder den Armband, das Band, das Armband. Immer dieser Artikel. In Russland hat man keinen Artikel. So.
Ich werde jetzt mit jedem Goron sprechen, der hier ist, in der Hoffnung, ich bekomme mal mein Armband. Aber ich habe die Befürchtung, ich muss wirklich den ganzen Weg zurücklatschen in den Wald. Damit ich die Chance habe. Warte mal kurz. Was haben wir denn hier? So. Hier rollt ein Riesengoron rum. Von dem dürfen wir uns nicht treffen lassen. Wir können ihn aufhalten, aber dazu benötigen wir eine Donnerblume. Aber die können wir nicht aufheben. Alter. Wie langsam der rollt. Also ich rolle ja sogar schneller. So, was haben wir hier? Ach, hier geht's lediglich wieder höher, oder? Nehmen wir da mal kurz. Was haben wir denn? Okay. Gut, hier kommen wir noch nicht vorbei. Ich werde mich hier genau umschauen. Wehe, ich finde dieses blöde Armband nicht. Und Navi gibt mir auch keine wirklichen Tipps. Was ich nie gut finde. Warte mal, ist das das Armband? Could it be? Muss ich da vielleicht raufspringen? Ich könnte es ja mal probieren. Sicher bin ich mir jetzt nicht. Aber ein Versuch ist es wert, nicht wahr? So, kannst du mir vielleicht helfen? Schlafmütze. Ich habe solchen Hunger. Oh, ihr sagt alles das Gleiche, verdammt nochmal. Heiliger Stein? Du meinst sicher den roten Stein, der einst in unserer Stadt erstrahlte. Narunian Armin hat sich. Ja, komm. Das weiß ich schon alles. Das weiß ich schon alles. Seit dieser Zeit ist es dunkel in Ronia. Die Dunkelheit macht mich depressiv. Alles erscheint so sinnlos. Meine Fresse, ihr habt Steine überall. Ihr könnt eure verdammte Stadt fressen, ja? Also an Essen mangelt es nicht, aber da ihr Feinschmecker seid, ja, seid ihr euch einfach zu gut, um das zu essen. So. Gut. Wir machen das jetzt so. Wir begeben uns wieder nach oben und balancieren auf diesem Seil und springen dann auf diesen Topf in der Hoffnung, dass dort dieses blöde Armband ist. Wenn nicht, dann haben wir Pech gehabt und müssen eine andere Möglichkeit finden. Aber da oben ist definitiv etwas. Fragt sich nur, wie wir da hinkommen. So. Ich würde gerne die Kamera... Ja, geht noch. Wie kommen wir da hin? Also ich könnte ja mal versuchen, von hier zu springen. Warte mal, kann ich hier spielen? Was ist denn das hier überhaupt? Warte mal, nochmal. Sieht aus, als hätte jemand etwas weggenommen. Okay, ich verstehe. Ich werde versuchen, von hier runter zu springen. Ich hoffe, das funktioniert. Ist ein bisschen risky, aber wir haben es geschafft. Ah, da ist doch nichts. Da ist doch nichts. Da ist nur so ein etwas. Verdammt! Wo gibt's denn dieses verdammte Armband? Darunia, hilf mir! Mann! Ich hab keine Ahnung, was ich als nächstes machen soll. Gib mir! Gib mich! Okay. Gut, Leute. Wisst ihr was? Ich mache hier eine kurze Pause. Und im nächsten Part werden wir dann... ich werde mich erkundigen, wo es das Armband gibt. Und im nächsten Part fangen wir damit an, dass wir dieses Armband bekommen. Also, bis zum nächsten Mal. Also, ihr müsst nicht schreiben in den Kommentaren, wo es das gibt. Da, ich vorproduziere, könnte man sagen. Und, ja, wenn ihr mir einen Tipp gebt, dann nur für die nächsten 4, 5 Folgen oder so, weil ich halt vorausproduziere. Also, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Zelda Ocarina of Timber. Bis zum nächsten Mal. Ciao.